und bring den Degen mit. Mach ich doch glatt, du Pauker. Vor mir standen 1000 Wachen des Kardinals bereit zum Angriff. Ja. Und ich halte den Degen in der Hand. Wie ging das aus mit den 1000 Wachen? Lass dir dich einen feuchten Matsch an. 1000 Wachen des Kardinals scheinen mir ein bisschen viel für dich zu sein, Dickerchen. Sag mir sofort, wie du heißt, Kerlchen. Ich weiß immer gern, mit wem ich rede. Ich heiße D'Artagnan. Ich komme zu deiner Beerdigung. Heute Mittag um 12 Uhr im Park. Vergiss deinen Degen nicht und sag den Totengräbern Bescheid. Jetzt sind zwei. Rochefort! Hey, Graf Käsemesser, wo steckst du? Ich möchte deine lange Nase etwas polieren. Schrecklich, dieses Bauernvolk. Schreit hier herum wie auf dem Fischmarkt. Der Fischfritze gibt dir dein Taschentuch zurück, du Pinsel. Sei vorsichtig, Junge. Der Pinsel kann verdammt hart sein. Du bist ein Flegeljungchen. Um 12 erwarte ich dich im Park. Soll ich den Degen mitbringen? Du hast es erkannt, Kleiner. So viel Grün und Rotznasen wie dich brate ich gerne zu Mittag am Spieß. Und denk dran, um 12 Uhr mittags im Park. Na, das fängt ja gut an. 3 Duelle zur gleichen Zeit. Und das mit 3 Musketieren. Meine Herren, hier bin ich. Ich bin der Erste. Hast du Husten? Dagegen hilft Schwitzen, mein Kleiner. Quatsch nicht. Du willst mir doch feine Manieren beibringen, du Pauker. Nur mach schon. Das kannst du haben. Ich werde dir dein vorlautes Maul schon stopfen. Du. Er benutzt den Degen wie sein Schandmaul. Ach, armes Kerlchen. Tut mir beinahe leid, ihn fertig zu machen. Das musst du erst mal schaffen, du Pinsel. Hey. Oh je. Jungs, tut so, als ob nichts wäre. Da kommt die Bande des Kardinals. Im Namen und nach Namen des Kardinals verhafte ich euch. Duelle sind nämlich verboten. Im Namen und nach Namen des Kardinals stecke ich euch in den Knast. Im Namen und nach Namen des Königs haben wir keine Lust dazu. Ihr müsst uns schon einfangen. Wir sind 5-3, also ergebt euch. Nicht 3, 4. Dann seid ihr eben alle 4 verhaftet. Im Namen und nach Namen des Kardinals. Jawohl. Einen Moment, du Angeber. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Du kannst ja eine Runde beten. Für deine Seele. Also den Hut von diesem Kerl kann ich nicht ausstehen, diese Feder und Scheußen. Wieso hat der kleine 2 gekriegt und ich nur 1? Das ist ungerecht. Der hat ja nicht mal Luft an. Also der Kardinal lässt seine Garde rumlaufen, einfach schlampig. Ist der Unterricht beendet, Herr Lehrer? Versetzt mit 1, mein Junge. Ich bin auch dafür, mein Jungchen. Willkommen bei uns, du kleiner Flegel. Und so wurde D'Artagnan ein königlicher Musketier. Libertà, che la spada la difenderà. Libertà, libertà.
Du bist mein gegrilltes Schwein. Und jetzt trinken wir auf den Kopf des Kardinals! Läuse soll er kriegen. Auf die Läuse des Kardinals. Das gibt es doch nicht. Ihr lasst euch von vier dreckigen Musketieren des Königs zusammenschlagen? Das darf nicht sein. Meine Garde, sein Hampelmänner seid ihr, Idioten und Schwachköpfe. Wohin so eilig, Gufo Gufo? Staatsgeschäfte, meine Liebe. Ich bin zum ersten Kundschafter der Musketiere allein geworden. Och, immer wieder dasselbe. Die Federn von diesem Schwätzchen machen mich unheimlich an. Darauf fahre ich immer wieder ab. Komm, oh, meine Süße. Nein, halt so nicht. Mir wird doch schlecht. Och, immer wieder falle ich darauf rein. Immer wieder ist mir schlecht. Und D'Artagnan wartet auf mich. D'Artagnan, ich bin da. Nein, hier. Musketier-Kundschafter Ufo Gufo meldet sich zum Einsatz. Was steht an? Ich muss eine Wohnung suchen. Oh, das wird nicht leicht sein. Hier in Paris sind die Wohnungen sehr knapp, aber ich glaube, ich weiß was für dich. Na, umso besser. Ein Freund von mir sagt, dass ihr Zimmer vermietet. Habt ihr vielleicht noch etwas frei, mein Herr? Ganz zufällig ist etwas frei geworden. Licht, Luft und Sonne. Ein schönes Zimmer. Spitze. Doch, das Zimmer ist wirklich schön. Doch, ganz nach meinem Geschmack. Das wird ja immer schöner. Und das ist meine Tochter Konstanze. Sie ist Kammerzofe bei ihrer Majestät der Königin. Angenehm. Schön, schön, schön. Oh, wie schön. Schön, schön, schön. Die Königin von Frankreich kennt meine geheimsten Pläne, Rochefort. So geht das nicht weiter. Die Macht dieser Frau muss gebrochen werden. Es gibt nur einen Menschen, der das kann, Eminenz. Ich weiß, ihr denkt da an Milady. Mir steht sie zur Verfügung. Immer zu euren Diensten, eure Eminenz. Ich weiß, dass die Königin irgendetwas gegen mich plant. Und ich muss wissen, was. Nur eine einzige Person kennt alle Gedanken der Königin. Ihre Kammerzofe Konstanze. Entführt sie, Rochefort. Wie ihr Befehl. Mach nicht so Krach, wie den da. Da sieht das aus. Oh, ist das ein tolles Bett. Fräulein Konstanze, im Namen des Kardinals erkläre ich euch hiermit für verhaftet. D'Artagnan! Die Banditen der lila Heuschrecke sind da! Schnell, nimm dein Degen mit! Es riecht nach Arbeit! Hilfe! Sie wollen sich Konstanze schnappen! Oh, D'Artagnan! Nun mach schon, Junge! Hopp. Ach, du dicke Ungleiche wieder das andere auf das Korn hier! Ja, haben wir doch schon mal beinahe geschafft! Ja, beinahe! Und jetzt! Ja, auf! Ah, Ufo, meine Arbeit als Muskel hier der König! Verdammt, das Vieh hat dir aufs Auge geschissen! Direkt aufs Auge geschissen! So, auf jeden Fall! Danke, Ufo, Ufo! Bist du kitzlig, hä? Achtung, D'Artagnan, links von dir, pass auf! Ja! Wieder einer weniger! Rechten in der Stadt, streiche das, Mann, lass dich begraben! Oh, D'Artagnan!